los. Ich wollte nur fragen, ob du bereit für die große Zeremonie bist. Ja. Wow, ich kann immer noch nicht glauben, dass meine Freunde und ich heute Ehrenmedaillen bekommen. Das soll wohl ein Scherz sein. Ihr habt sie total verdient. Immerhin habt ihr doch unser geliebtes Equestria vor Chrysalis gerettet. Mit der Hilfe von Trixie und Thorax und Discord. Ja, ich weiß, was passiert ist. Ich war ja dabei. Oh, richtig. Also, was ziehst du denn an? Ich weiß noch nicht. Wieso? Muss ich mich etwas schick machen? Nein, ich meine, wenn du willst. Du weißt doch, was Rarity sagt. Man kann eigentlich nie overdressed sein, Schatz. Man ist einfach nur das schönste Pony im Raum. Wo starrst du denn hin? Nein, nicht den Sinn! Ich dachte, dort sei eine Spinne gewesen, aber jetzt ist sie weg. Und also, danke, Starlight, bis dann. Ha, sie hat keinen Wind bekommen. Wir sind ein gutes Team, Sparkle. Sparkle? Ja, sind wir. Also, denkst du, es wird ihr gefallen? Ich will ihr durch dieses Geschenk sagen, ich bin so stolz auf dich. Als Mentorin und als Freundin. Equestria ist dank deiner Hilfe sicherer als vorher. Oh, ich dachte, du schenkst ihr einen Spiegel. So einen. Tu ich ja. Schreib ihr noch eine Karte, denn nur der Spiegel erklärt das nicht. Aber sie wird ihn mögen. Genau das fehlt im Zimmer. Das Erste, was sie sieht, wenn sie aufwacht, ist sie selbst zusammen mit ihren Freunden. Ich schenke ihr den Spiegel gleich nach der Zeremonie. Ja, übrigens, musst du denn nicht das Schloss für das Fest vorbereiten? Nee, Pinky wird sich darum kümmern. Starlight, Trixie, Thorax und Discord waren mutig im Angesicht der Gefahr. Erfinderisch, als es schwierig wurde. Und sie haben bewiesen, dass das Band der Freundschaft, egal wie ungewöhnlich sie ist, stärker ist als alle Differenzen. Sie besiegten Königin Chrysalis und haben nicht nur Equestria gerettet, sondern auch alle Wechselponys befreit. Toll, Discord! Und deshalb fühlen wir uns sehr geehrt und sind alle stolz, Ihnen das pinke Herz des Mutes von Equestria zu verleihen. Und mächtigen Trixie eine wahre Freude, euren bevorstehenden Untergang aufzuhalten. Ja, denn du hast die Welt ja auch allein gerettet. Unfassbar, dass euch das ohne Magie gelungen ist. Es war fantastisch. Niemand hat Chrysalis je so herausgefordert. Oh, ich habe doch nur das getan, was jedes Pony getan hätte. Es ist ein wunderbares Gefühl, nicht wahr? Zu sehen, wie deine Schülerin erstrahlt und du schon immer wusstest, dass sie es kann. Ich habe einen Krampf im Gesicht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelächelt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja, Starlight ist die Schülerin des Jahres, richtig? Sie hat so viel Potenzial. Also, was stellen wir mit ihr an? Und mit wir meine ich eigentlich dich. Du bist schließlich ihre Mentorin, also liegt ihr Schicksal ganz auf deinem Rücken. Dir keine Sorgen. Ich habe genug Freundschaftslektionen für die nächsten 3 Jahre. Was gibt's zu lachen? Nein, nein. Starlight ist diesen Freundschaftslektionen doch längst entwachsen. Sie hat verflixt noch mal gerade eine Medaille erhalten. Ich dachte, du machst Witze. Das war doch ein Witz, oder? Klar, natürlich war das einer. Ich glaube, du solltest einen Masterplan bereithalten. Einen ähnlichen Weg, wie Celestia für dich angelegt hatte. Und an dessen Ende du Prinzessin wurdest. Yep. Oh, gut. Bestimmt kann sie es kaum erwarten, jedes Detail davon zu hören.